Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem Inntal in Oberbayern. Ja, bevor wir jetzt anfangen, der Mod-Contest ist letzte Woche Freitag rausgekommen. Ich stelle absichtlich keine Mods direkt vor, weil ich kann es einfach nicht. Ihr kennt mich da. Ich bin nicht so der Mod-Präsentierer. Ne? Da könnt ihr bei Chris LP vorbeigucken, der stellt das vor. Oder bei Snoo, die macht das auch. Ne, da gibt, oder bei Exit, da gibt es andere, die können es besser als ich. Im Zuge dessen gab es aber ein Update vom Season-Mod oder vom Jahreszeiten-Mod. Der ist ja jetzt beim Mod-Contest dabei. Habe ich mir in der Release-Version drauf gemacht. Und dabei hat er mir gesagt, dass meine Season-Mod-Version, die ich halt vorher übers GitHub hatte, dass die nicht wirklich gut ist. Und ich muss einen neuen Spielstand anfangen. Ich habe jetzt quasi übers Wochenende hin, obwohl ich arbeiten war, den Spielstand quasi mit Mühe und Not auf den neuesten Stand zurückgebracht. Also soweit, wie wir da waren, habe ich ihn gebracht. Im Zuge dessen habe ich so ein paar Gerätschaften ausgetauscht durch Sachen vom Mod-Contest, die mir persönlich gefallen. Da werden wir dann drauf eingehen, wenn wir sie benötigen. Immer mal wieder. Ja, ich habe jetzt nicht den ganzen Hof ausgetauscht oder die ganzen Fahrzeuge, das wäre Quatsch. Sondern immer mal nur so ein bisschen. Und da haben wir zum Beispiel auch, wir haben von der Stadt, ich kann euch das mal kurz zeigen, neues Fahrzeug gekriegt. Ne, ein Steyr. Ich meine, also Steyr ist jetzt nicht sonderlich neu. Den gibt es schon lange. Aber wir haben dafür den Sigma Multigrind 200 gekriegt. Das ist ein Mulcher. Damit können wir quasi die Straßenränder, oder sollen wir für die Stadt die Straßenränder sauber machen. Ne, ist jetzt Sommer. Da haben wir jetzt quasi ein bisschen gewachsen. Ich kann mal gerade gucken, ob man das gerade sieht, was ich damit meine. Genau. Sollen wir quasi hier... Kommt ein Auto? Nein. Ne, hier den Grünstreifen mähen, dass das Gras nicht ganz auf der Straße wächst. Na, das werden wir dann so ab und zu mal machen. Der häckselt das Ganze ziemlich klein, sodass wir auch dementsprechend nichts aufsammeln müssen. Das Gras ist dann weg. Ist ganz gut. Gefällt mir. Finde ich gut. Und ansonsten, ja, so ein paar Kleinigkeiten gibt's, die werdet ihr dann später sehen. Ein bisschen was Schönes ist dazugekommen. Ihr werdet euch freuen, glaubt mir. Den neuen MB-Truck habe ich auch. Ne, es gab ja am Freitag auch noch ein Update von der 700er bis 900er Version. Ne, das wäre der hier. Ihr seht das schon am Kühlergrill. Da kann man jetzt durchgucken. Das hier ist ja der 1100er. Der ist ja noch auf alt. Da kann man nicht durchgucken. Und halt Auspuff etc. hat sich alles verbessert. Werden wir dann sehen, wenn wir mit der Düngespritze durch die Gegend fahren. Was jetzt demnächst kommt, da werden wir den hier brauchen. Deswegen, den zeige ich euch jetzt nicht im Einzelnen. Wer das gerne sehen möchte, der kann gerne bei Bremi vorbeigucken. Bremi hat da ein schönes Vorstellungsvideo zu gemacht. Ne, ist ja sein Mod. Schaut da vorbei. Und schaut ihn euch an. Oder bei Snoo. Snoo hat das auch schon gemacht. Da kriegt ihr dann mehr darüber. Dann noch die Sache mit dem Benzin. Ihr seht das jetzt hier. Inhalt 4152 Liter. Ausgabe 0 oder Abgabe 0. Unser Biodiesel, den wir produziert haben, den wir hier reingefüllt haben, der war gar nicht hier drin. Die Anzeige hier oben war auf 0. Ich habe das jetzt mit normalem Benzin mal ausprobiert. Irgendwas lief da schief. Irgendwohin ist unser Biodiesel verschwunden. Keine Ahnung wo. Ist auf jeden Fall weg. Egal. Shit happens. Deswegen konnten wir auch nichts rausnehmen. Nur mal als Aufklärung dazu, warum das nicht funktioniert hat. So, was gibt's noch Neues? Sonst gibt es nicht viel Neues, was das angeht. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal weiterarbeiten müssen hier. Und zwar... Huch, so. Oh, komm mal, erstmal Fenster auf hier. Zack. Denn wir werden jetzt uns zum Lohner begeben. Ne, da, wo wir ja den Kompost gemacht haben. Und werden jetzt erstmal Kompost holen. Einmal für die Apfelproduktion. Und einmal für die Beerenproduktion. Wobei wir erst die... Entschuldigung. Wobei wir erst die Beerenproduktion in Betrieb nehmen werden. Und dann nochmal Kompost bei den Äpfeln reinschmeißen. Ja, wir haben ja 24.000 Liter. Das wären etwas mehr als 3 Fuhren. Ich denke mal, wir werden 2 Fuhren bei den Beeren reinkippen, weil die können wir nämlich benutzen, um zum Beispiel für unsere Milch
oder mit unserer Milch dann Joghurt zu produzieren. Da brauchen wir dann diese Beeren für. Ich denke mal, wir werden dann quasi ein bisschen mehr Beeren produzieren, ein bisschen weniger Äpfel. Die Äpfel halt für den Verkauf. Und die Beeren für die Produktion. Wobei wir ja auch noch Weintrauben haben. Da müssen wir demnächst auch noch vorbeifahren. Und uns mal ein bisschen um die Weintrauben kümmern. Oh Gott. Ja, mein Fehler, sorry. Nicht gesehen. Egal, hat keiner gesehen. So. Den Lohner, mit dem habe ich gesprochen hier. Ich habe ihm gesagt, dass wir jetzt den Kompost bald abholen. Und er sagte, ich stelle dir da was hin. So dass wir nicht selber hier laden müssen. So, das wollte ich. Ich habe den Ausknopf gesucht. So, natürlich unseren kleinen Anhänger, ist klar. Ah ja, okay. Ja, Hanomag kennt man, ne? Dazu muss ich euch nicht mehr viel sagen, zu einem Hanomag. Ist und bleibt einfach einer meiner Lieblingstraktoren. Nicht Traktoren. Hier, wie heißt das Ding? Radlader. Deswegen kommt der natürlich auch immer wieder rein. Gibt mittlerweile schon andere Sachen, die man gerne austauschen kann bei sowas. Ich weiß. Egal. Hätte man wenigstens schon mal die Schaufel ankoppeln können, ne? Hier nicht die Schaufel schieben. Er hat gesagt, ich muss das dann selber aufladen. Er stellt mir nur das Gerät zur Verfügung, aber laden muss ich selber. Er hat gerade keine Mitarbeiterzeit. Ist ja logisch, wir müssen jetzt hier, die sind am... kein Mitarbeiter frei, keine Mitarbeiterzeit. Ich meine, da sitzen zwar zwei von ihm, die trinken wieder mal Bier. Naja, lassen wir das Thema. Man hätte hier auch noch ein Förderband hinstellen können, um das dann von da wieder rauszuziehen. Egal. Oh, ich hoffe, die Schaufel ist... oder der Anhänger ist... Nein, ist breit genug. Ist ja nun mal nicht der größte Anhänger, den wir da haben. Ja... Nein, nicht daneben. Bitte da rein, danke. Was ist denn da los? So geht das aber jetzt hier nicht. Es kommt, wenn man dann zu viel auf einmal will, ne? Also zu schnell. Huch. Was ist denn heute los? Ach ja, heute ist Montag. Da liegt das Problem. Siehst du, deswegen ist es so komisch. Ich wusste, irgendwas war da. Machen wir einfach mal ein bisschen höher an hier. So. Zackig, floggig. Ja, wir werden jetzt die nächsten Tage. Ich denke mal, morgen. In der Richtung. Wieso habe ich denn so einen Frosch im Hals hier? Entschuldigt. Ich werde wohl morgen werden wir vorbeigehen und werden endlich die Sojabohnen und den Raps aussehen. Dass wir das auch hinter uns haben, dass wir quasi dann alles ausgesät haben, was wir brauchen. Danach werden wir wohl mal so ein bisschen mit der Spritze über die anderen Felder fahren. Gras können wir ja noch nicht, die Wiese ist noch nicht so weit. Die wächst zwar und gedeiht, aber mehr auch nicht. Also da müssen wir auch mal sehen, wie wir das noch hinkriegen. Aber kommt. Das Gras kommt. Mit dem Gras machen wir ja dann quasi die Grassilage. Und für die Kühe werden wir so... Wir werden wohl mal auf unsere kleinen Schlacht, den wir da schon mal hatten, fahren. Der dürfte eigentlich mittlerweile wieder so weit sein, dass wir den komplett abernten können.
Aber wenn wir uns mal da ein bisschen Gras zulegen. Für die Kühe. Ne, die Tiere haben natürlich auch oder sind noch versorgt. Aber auf Ewigkeiten werden die nicht versorgt sein. Was ich noch ankündigen kann, ist, dass wir, mit wir sind Chris und ich gemeint, wir werden ein Langzeitprojekt planen. Oder wir sind dabei, ein Langzeitprojekt zu planen. Höchstwahrscheinlich auf einer der Mod-Contest-Maps. Wissen wir aber noch nicht hundertprozentig, auf welcher. Und wenn wir mal sehen, dass wir da so ein bisschen, ja, nostalgisch werden. Sage ich jetzt einfach mal so. Der Gegend entsprechend angepasst, je nachdem, wo es dann sein wird. Mehr dazu werdet ihr dann auf jeden Fall auf meinem und auf seinem Kanal erfahren. Ne, also das wird dann ein Projekt sein, was wir auf beiden Kanälen veröffentlichen werden. Und da dürft ihr schon gespannt drauf sein. So, wenn ich es richtig weiß, müsste das Zeug hier hinkommen. Mal ganz kurz gucken. Ach, was natürlich jetzt auch wieder ist hier, die Goldklumpen. Genau. Stimmt. So, hast du jetzt... Siehst du wohl, hat er doch Kompost gekriegt. Ja, das ist hier die Bayer Gärtnerei. Hier werden dann quasi die Weintrauben produziert. Nicht die Weintrauben, die normalen Beeren. Ich hoffe mal, wenn wir jetzt gleich zurückkommen, dass er dann schon angefangen hat. Ja, wie gesagt, das Projekt, da werdet ihr dann mehr erfahren hier auf dem Kanal. Da gibt es dann auf jeden Fall spätestens, ja, entweder die erste Folge oder einen Trailer dazu. Mal gucken, wie wir das genau gestalten. Sind wir uns auch noch nicht schlüssig, wann es kommt, aber es wird kommen. Das ist die Planung für die Zukunft. Ne? Genauso wie am Freitag ja noch Cattle and Crops rausgekommen ist, als Tech-Demo. Da könnt ihr auch bei Chris schon ein paar Videos zu sehen. Ich werde davon kein Video machen. Weil es ist schön, dass es draußen ist, es gefällt mir auch, aber es ist für mich noch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich muss jetzt unbedingt auf den Zug aufspringen und davon ein Video machen. Ich warte dann noch ab, bis es ein bisschen mehr zu zeigen gibt und werde dann dementsprechend in meinem Stil das Ganze machen. Ne, also wenn ihr euch wundern solltet, warum ich dazu kein Video mache, ich hab's, ich kann davon ein Video machen, wenn ich will, ich möchte es aber nicht auf dem aktuellen Stand. Ich möchte mich lieber hier auf den LS konzentrieren. Im Moment sind hier genug Baustellen, sage ich mal, die für mich da relevant sind und dementsprechend werde ich dazu kein Video machen. So, machen wir mal die nächste Fuhre. Wir bringen da noch eine Fuhre hin. Und dann kloppen wir den ganzen anderen Rest Mist, den kloppen wir dann auf dem Hof. Für die, beziehungsweise, nee, wir hauen da noch eine dritte Ladung rein. Oder? Nee. Zwei Ladungen da rein und den Rest, müssen wir mal gucken, wie viel der Rest ist. Oh, hat noch nicht ganz gereicht. Okay. Stimmt, waren nur 2000 Liter. Sind 6000, 6,5. Passen 7 rein. So, jetzt dürften da noch ungefähr. Da liegen jetzt noch 6000 Liter. 4,5 haben wir drin. In der Schaufel jetzt. So, wir haben noch 10.000 Liter haben wir jetzt noch.
Bedeutet, wir machen aus 10.000 Litern... Ja, für die Äpfel. Das schmeiße ich gleich noch hier nach der Folge eben rein. Hoffen wir mal, dass die Bärenproduktion angelaufen ist. Wir könnten natürlich vielleicht mal ganz kurz... So. Schauen wir doch mal. Ich finde das herrlich. Jetzt sind hier, ihr seht das jetzt, ne? Die Bäume haben sich verändert. Das Gras ist auf Maximum gewachsen. Aber ihr seht das hier, der Randstein, ne? Der muss unbedingt mal gemacht werden. Da werden wir wohl mal demnächst mal mit anfangen. Da werden wir wohl mal dem eine Folge widmen. Wenn wir mit allem fertig sind, haben wir ja sowieso noch ein bisschen Zeit. Dann können wir uns um sowas kümmern. Ne, das hatte ich dem Typen von der Stadt, der mir den Traktor gebracht hat, auch gesagt. Ich so, du, wir können uns jetzt aber hier nicht jeden Tag darum kümmern. Wir müssen uns auch noch um unseren Hof, um unsere Tiere und unser Feld kümmern. Das ist wie mit dem... Wie mit den Sickergruben. Da können wir uns auch nicht jeden... Also, gefühlt jeden Tag drum kümmern. Zur gleichen Zeit. Das wird auch mal einen Tag dauern, ne? Das ist einfach so. So, wenn der jetzt auskippt... Ah ja, da. Da seht ihr das. Da haben wir schon den ersten... Die ersten Bären produziert hier im Gewächshaus. Ja, da hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen mehr folgt. Und die werden wir dann benutzen für die Molkerei in Verbindung mit Milch. Und ich muss mal gucken, was da noch rein muss. Ich glaube, wir sollten oder wir dürften eigentlich alles dafür da haben. Aber wie gesagt, da müssen wir mal schauen. Spätestens, wenn wir das erste Mal Milch wegbringen. Ich meine, selbst wenn wir noch nicht alles dafür da haben, ja, müssen die Bären halt verkauft werden. Ne, bei der Milch muss ich dann auch aufpassen. Ich denke mal, es gibt einmal einen Verkaufstrigger und einmal einen Trigger, wo man die Milch quasi für die Produktion nutzen kann. Mal auch gucken, dass wir da den richtigen erwischen, ne? Sonst haben wir auf einmal das Problem, dass wir die Milch verkauft haben, die wir eigentlich für die Produktion wollten. Das wäre nicht so pralle. So, da wären wir doch schon wieder. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Schaut gerne bei Chris LP und bei Snoo vorbei. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.